Außen- oder Innenverteidiger umfunktioniert wird, ist ja an sich noch nichts Besonderes. Aber was Alphonso Davies daraus gemacht hat, das ist außergewöhnlich. Er verfügt über ein unglaubliches Tempo, viel Power, viel Athletik. Der Kerl scheint Energie für drei Halbzeiten zu haben. Einfach phänomenal. Okay, ich werde dir nicht widersprechen. Sabitzer! Jetzt den präzisen Pass spielen. Findet er ihn? Komma. Mit einem exquisiten Tackling. Bayern München vom Start weg mit ihrer Intensität. Er nutzt die komplette Breite des Spielfelds. Reyna. De Ligt. Sané. Wie heißt es doch so schön, das Runde muss ins Eckige. Aber bisher hat noch keine der beiden Mannschaften diese berühmte Fußballphrase beherzigt. Und ab die wilde Fahrt. Perfekte Spielübersicht. Den Ball gut verlagert auf rechts. Ball kommt vor, da steigt er hoch. Perfekte Position, aber schwacher Kopfball. Da haben sie ganz schnell umgeschaltet, wunderschönen Konterfußball gespielt, aber das Ding nicht reingemacht. Trotzdem eine schöne Aktion. Masraoui. Hier ist Coman. Und gleich wieder zurück. Auf die Seite verlagert. Er passt ihn rein. Ganz schwer für ihn. Der Gegner macht alles richtig. Er kommt nicht zum Abschluss. Brandt. Das Spiel fahrt auf. Der Superstar hat wieder zugeschlagen zum, wie heißt es so schön, psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Dafür brauchst du Technik, um den Ball mit so einem Smith zu schießen. Oh Mann, das schauen wir uns doch mal an. Das ist ja eine Flugkurve, die genügt allerhöchsten ästhetischen Ansprüchen. Borussia Dortmund liegt also mit einem Tor vorn. Eine hauchdünne Führung, aber wehe, sie ruhen sich drauf aus. Das ist das Ende der ersten Halbzeit. Die Mannschaft hat ihren Rhythmus gefunden. Insbesondere läuferisch ist das eine ganz starke Leistung. Borussia Dortmund geht mit dem 1:0 in die Pause. Das Spiel ist aber noch nicht gewonnen. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Borussia Dortmund muss sich jetzt natürlich entscheiden, nachlegen und auf die Entscheidung drängen oder auf Halten spielen. Das könnte natürlich ein Spiel mit dem Feuer sein. Da sucht er seine Vordermänner. Meunier. Das Team versucht, mit Kombinationen da durchzukommen. Ganz weit nach vorn geschlagen. Besser kannst du das hier nicht verteidigen. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Der Assistent lässt die Fahne unten.
Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Immer mutig nach vorn, das ist die richtige Devise. Das ist völlig richtig. Langer Abschlag vom Keeper. Absolut kein Vorbeikommen. Goretzka. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Sabitzer. Richtig guter Lauf da auf der linken Seite. Ob dabei was rumkommt? Man spürt das so richtig auf den Rängen, wie groß diese Erleichterung gerade war. Da haben sie eine Menge Glück gehabt. Was für ein Ballverlust und dann diese Slapstick-Einlage des gegnerischen Stürmers. Irgendetwas muss er da falsch berechnet haben. Vielleicht hat er auch zwei Gedanken im... Das war eine gute Chance, die Führung auszubauen. Das war die Chance, hier die Führung auszubauen. Das hätte Sicherheit gegeben, aber so holt man sich die Sicherheit natürlich nicht. Masraoui. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Der Treffer fiel in der Endphase der ersten Hälfte. Und hier steht's 1:0. De Ligt. Ja, und vor damit. Hummels hat gut aufgepasst. Sabitzer. Nur noch ein paar Sekunden, dann ist das Ziel erreicht. Er haut ihn raus. Okay, das sieht vielversprechend aus. Und dann ist er weg, der Ball. Sie sind noch nicht durch, aber sie sollten jetzt auch kein Risiko...